2D Videoanalysen werden im Spitzensport häufig dazu gebraucht, um biomechanische Parameter zu erfassen. Um zu prüfen, wie verlässlich diese Messungen sind, haben wir die Gütekriterien einer 2D Videoanalysemethode Dartfish untersucht. Dabei haben wir bei Pferdsprüngen im Kunstturnen von Nationalkaderathleten die maximale Flughöhe und Flugweite mittels 2D und 3D Video gemessen und die Genauigkeit überprüft. Die Resultate zeigen, dass die Bestimmung der Höhe und Weite wiederholt und unabhängig vom Auswerter auf bis zu 6 cm genau gelingen. Dies bedeutet, dass die untersuchte 2D-Videoanalyse für Trainer und Wissenschaftler eine gute Methode ist, präzise Daten liefert und eine 3D-Methode nicht notwendig ist, um die Leistungen der Athleten zu überprüfen.